Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich Belvenue Nummer 2 für euch. Unser zweiter Belvenue ist ein Single Barrel First Fill Ex-Bourbon Cask. 12 Jahre alt. Diese Abfüllung ist extrem blass, möchte ich meinen. Also ich kann ja mal zum Vergleich hier den von gestern, die TAN 1509 holen. Ja doch, so ein bisschen blasser geraten. limitiert auf 300 Flaschen. Ich habe hier ein Sample aus Flasche 294. 47,8%. Also 0,7% mehr als gestern. Oh weia. Also wie gesagt, ziemlich blass. First Fill Ex-Bourbon bedeutet nicht, dass das Fass ganz neu ist und das erste Mal was reingefüllt wird. Da schummeln nämlich die Schotten ein bisschen mit der Nummerierung. First Fill Ex-Bourbon bedeutet, da lag schon mal ein Bourbon drin. 3 Jahre dürfen die, glaube ich, maximal liegen oder so. Oder mindestens, ich weiß es nicht mehr, egal. Auf jeden Fall lag vorher ein Bourbon drin. Der Bourbon kam wieder raus. Ne? Die müssen ja in neuen Eichenfässern liegen, um ein Bourbon sein zu dürfen. Und dann haben wir unseren New Make hier reingefüllt. Das heißt, ne, also die erste Befüllung nach dem Bourbon war das wieder. Gibt schöne Aromen ab, aber nicht so intensiv wie an den Bourbon. Ne? Also dieses ganze sehr holzige, sehr süße, was teilweise oft als so Holzleim leider assoziiert wird im Bourbon, kommt hier ein bisschen abgeschwächterer, sanfterer, entspannterer Art und Weise rüber. Dann ist er natürlich mit 12 Jahren auch wesentlich älter als so ein Bourbon. 12 Jahre ist, denke ich, ein gutes Maß für Single Malt. Momentan gibt es viele Nachabfüllungen, ne? Also ich habe da sowieso kein Problem mit dem Alter. 12 ist aber so Standard, ne? Die meisten haben irgendwie einen 10, einen 12-jährigen Standard bei sich in der Core Range, Standard Range, wie auch immer sie das nennen, mit dabei. Also 12 Jahre ist so ein typisches Single Malt Scotch Alter. Genau, legen wir los. Ne? Schön blass. Gestern, der hatte ein bisschen mehr Farbe, weil er natürlich auch im Sherry Butt gelegen hat. Das gibt immer noch mal ein bisschen mehr Couleur ab. Und der ist süß. Oh, der ist richtig süß. Also mein erster Eindruck ist jetzt Kaubonbon. Also nicht negativ gemeint, ne? Ich mag Kaubonbons. Da werde ich manchmal noch so zum kleinen Kind wieder. Oh Gott, was ist denn das? Das ist super süß. Und hell und... Ich kenne die Frucht, aber ich kann euch gerade nicht sagen, was für eine. Es ist auf jeden Fall was... ein bisschen exotisches, super süß, super hell. Wie gesagt, Kaubonbon war mein erster Eindruck. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Bum-Bum-Eis? Das rote mit dem blauen Stiel unten dran? Daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob es das nur im Osten gab. Kennt ihr Bum-Bum-Eis? Das ist das Eis meiner Kindheit, so aus den 90ern. So riecht das. Also schöne Erinnerungen werden hier assoziiert. Schmeckt am Anfang auch nach Bum-Bum-Eis. So ganz kurz, so ganz kleines bisschen. Oh, so im Nachhinein schmeckt er auch wieder danach. Und dann kommt erstmal so ein bisschen Holz angerollt. Ne? Kippt dann schon wieder sehr ins Holzbittere ab. Also kratzt so an der Leitplanke für mich. Und wird dann aber wieder sehr angenehm. Hat so eine ganz leichte, entspannte Honignote am Ende, die dann irgendwann so ein bisschen klebriger, intensiver wird, aber sehr angenehm, sehr schön, sehr leicht. Ein sehr entspannter Whisky, finde ich. So, was ich jetzt probiert habe.
ja, am Anfang Bum-Bum-Eis, dann kommt so ein bisschen so ein Hallo, ich schmecke nach nichts. Dann kommt so ein bisschen das herbe Holz. Na? Und dann fällt er aus in so einen ganz leichten, sanften Honig. Also nicht sehr viel im Glas, also im Vergleich zu gestern natürlich. Ne? Gestern hatte ich hier den Sherry verfinischten, verheirateten. Da war natürlich geschmacklich eine totale Explosion dahinter. Da stand viel mehr Druck auch im Geschmack dahinter. Hier ist es so ein bisschen so, ja, ein sanfter, leichter, angenehmer Whisky. Nicht schlecht. Aber jetzt auch nichts, was mir super in Erinnerung bleibt. Also er ist dann auch relativ schnell wieder verschwunden. Was ein bisschen schade ist, aber so an sich, ja, netter, er ist nett. Ne? So der nette Junge von nebenan, würde ich sagen. Kostet 50 Euro. Geschmacklich würde ich ihm 3 von 4 Punkten geben, weil er ist jetzt wirklich nichts, wo ich sage, da kräuselt sich mir alles. Aber er ist jetzt auch nichts, was mir total in Erinnerung bleibt. Also vielleicht sogar eher 2,5, 3, irgendwas dazwischen. 2,5, 3. Ja, 2,75. Ich gebe ihm 2,75 Punkte, weil er ist wirklich nicht schlecht. Aber wie gesagt, jetzt nichts, was ich, was mir sofort ins Hirn schießen würde, wenn jemand sagen würde, boah, Lou, empfiehl mir mal ein Whisky. Was übrigens ziemlich häufig passiert, witzigerweise, dass ich gefragt werde, sag mal, was soll ich trinken? Egal, 50 Euro finde ich dafür dann doch ganz schön intensiv vom Preis, für das, was man kriegt. Deswegen eher, naja, Preis-Leistungs-Verhältnis. Bin ich mal ein bisschen gemein und hart und kritisch. Das wurde ja auch ein bisschen gewünscht. 2 von 4 für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt, nicht schlecht, aber jetzt auch nichts sonderlich Herausragendes. Das war Balvenie Nummer 2. Morgen geht es weiter mit Nummer 3 und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Slangy! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social-Media-Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slangy war!